Hallo, und hier ist wieder euer unverwechselbarer kleiner Kingel, obwohl ich gar nicht so klein bin. Und dieses Mal zeige ich euch zuerst, wie man Zöpfe malt. Also einmal habe ich hier schon mal eins vorgemalt. Das sieht so aus. Das ist eigentlich das so Classic, würde ich mal jetzt mal sagen. Das sieht ganz normal aus und das ist eigentlich auch, ja, das ist eigentlich auch, ja. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, mit welchen Werkzeugen ich arbeite. Mit normalen, dünnen, schwarzen Stift, grauen Stift immer dabei, brauner Stift und Bleistift, dünn. Alles dünn. Nun zeichne ich ein zuerst so eine Art Zickzack-Muster. Dieses Zickzack sollte jetzt nicht so groß sein, weil sonst bist du schnell dabei, Fehler zu machen. Das ist eigentlich alles jetzt. Und jetzt, was du zuerst machst, ist immer, wenn sich die beiden Linien treffen, also die und die, dann malst du die hier weiter. Genauso. Das gleiche machst du jetzt auch mit denen hier. Gut. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, hier habe ich vergessen. So, jetzt malt ihr einfach nur so einen kleinen Bogen und verbindet die hier mit die hier. Das macht ihr auch hier. Bitte beachtet dabei, dass dieser Bogen immer rund bleibt. Dabei ist auch wichtig, dass ihr immer die beiden hier trifft. Und die Form ist auch wichtig. Ihr könnt euch selber kontrollieren, indem ihr immer so eine Form habt. So eine Form. Das ist eigentlich ganz einfach. So eine Form. Das ist eigentlich auch das, was wichtig ist. Und ich habe noch was vergessen. Natürlich benutze ich auch meinen Radiergummi, aber den finde ich jetzt nicht. Ja, hier ist der, ja. Und um Fehler wegzuradieren, wie diesen hier. Natürlich könnt ihr auch dieses Muster machen. Ich mache mal dieses Muster. Da, wenn ihr dieses Muster machen wollt, dann müsst ihr noch hier kleine Dreiecke zeichnen. Innen drin. Das ist eigentlich auch alles. Und am Ende malt ihr auch so einen kleinen Bogen. So kleine Kügelchen, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Und dann könnt ihr hier ein Band machen. Und schließlich das Ende vom Zopf. Jetzt wird's spannend. Ihr nehmt mit dem schwarzen Stift
Eigentlich könnt ihr jetzt auch schon aufhören, aber Weihnachten Special. Und hier sind die eigentlich auch wieder. Nach einer kleinen Pause. Und jetzt malt ihr die Striche. Und dabei ist wichtig, dass ihr bei diesem Bogen etwas den Faden verliert und dann auch in der Form hängen bleibt. Das zeigt sich gleich, wenn ich jetzt alles gemacht habe. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, jetzt meine künstlerischen Fähigkeiten zu zeigen. Das heißt, dass ich jetzt schnell male. Dabei bin ich sehr gründlich und kann auch relativ gut malen. So, dann wären wir auch jetzt auch am Ende, relativ am Ende anbelangt, am Ende des Zopfes. Jetzt gehen die Haare nach oben. Jetzt zeige ich euch die Verwandlung. Ihr nehmt den grauen Stift und malt die Innenflächen aus. Nun entfaltet sich die Magie. Jetzt sieht es auch mehr aus wie Haare, da sie jetzt auch ausgemalt sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob meine Kameraqualität so überragend ist, dass das jede Einzelheit jetzt mitnimmt. Ein einziger Brocken, so ein einziger Pixel ist das natürlich nicht, aber von mir aus sehen das jetzt aus wie Haare. Also von meiner Sicht jetzt aus, vielleicht von eurer nicht, aber vielleicht von meiner. Naja, jetzt nehmt ihr den braunen Stift und malt es vorsichtig aus. Das gibt diesen speziellen Touch, sage ich jetzt mal, diesen Effekt, dass das jetzt wirklich Haare sind. Aber ihr könnt das auch lassen, wenn ihr schwarze Haare machen wollt. So, das ist jetzt eigentlich alles, nur das hier fehlt noch. Da gehen die Haare zurück zum Kopf. Das mache ich jetzt etwas schneller, damit ich nicht so viel erklären muss. Und innen von diesen Formen malt ihr noch ein paar Striche rein. Das ist aber jetzt die letzte Feinheit. Gut, das ist jetzt eigentlich jetzt auch
Der Zopf, nur der Zipfel fehlt jetzt noch. Ja, das ist es. So, das war's jetzt eigentlich auch mit dem Zopf. Der Zopf ist jetzt vorbei. Und das ist jetzt eigentlich auch alles. Weil mehr hatte ich jetzt auch nicht vor. Naja, vielleicht kann ich euch dann auch mehr dazu erzählen, wenn ich jetzt zum Beispiel das nächste mache. Aber das dauert noch jetzt ein bisschen. Und das mit der Animation, das klappt jetzt nicht so richtig. Ich habe das Animationspaket jetzt schon. Zwar habe ich das jetzt. Das kann ich euch auch vielleicht mal zeigen. Das ist angekommen. Das sieht so aus. Und das wollte ich jetzt auch intensiv machen, doch leider habe ich kaum Zeit mit dem PC zu arbeiten oder halt habe ich gar keinen Plan, wie ich die Animation mache. Das ist schwieriger als gedacht. Deswegen wird das jetzt auch etwas verzögert und wir warten mal darauf, was passiert. Natürlich ist das jetzt auch das Ende und ich verabschiede mich.